Hallo bei musikmachen.de, der Max hier. Und wir sind gerade bei Sabian, meinem absoluten Lieblingsbecken. Neben mir steht ebenfalls der Max, was ein Zufall. Und er erklärt euch jetzt mal ein bisschen was über die neuen Splashbecken. Ja, das ist wie gesagt die neue Serie. Die Sabian Air Splashbecken sind zu haben in 8 Zoll und in 10 Zoll. Besonderheit ist, wie man unschwer erkennen kann, dass sie Löcher haben. Ein bisschen angelehnt an die Ozone Crash Serie von der HH Serie. Die Löcher sind ein bisschen kleiner. Man sieht an der Riffelung, die sind abgerieben wie die AA-Serie selbst, wie die AAX-Serie mit den ganz feinen Rillen. Ein Vorteil davon, dass diese Löcher da sind, ist, dass die Becken sehr schnell ansprechen. Man kann sie mit der Hand anschlagen und sie sprechen sofort an, sind ganz dünn, ganz fein, haben einen sehr brillanten Klang. Und das Becken wird dadurch, entgegen der Erwartung, was man vielleicht denken würde, stabiler, dass da Löcher drin sind, weil eben die Schwingung besser absorbiert werden kann vom Becken. Das heißt, es ist sehr schwer, da überhaupt einen Riss reinzukriegen, ist fast nicht möglich. Splashbecken sind ja oft mal ein bisschen gefährdet, dass da mal ein Riss passiert und so, aber durch diese Aussparungen ist es eher noch ein bisschen stabiler geworden. Ganz wichtig ist auch, die Kuppe ist hier oben in Natur gelassen. Das heißt, die ist nicht poliert, sondern man sieht, die ist ein bisschen rauer. Das sorgt dafür, dass das Becken noch ein bisschen mehr Sustain hat und ein bisschen stärker klingt, ganz allgemein. Preislich liegen die beim 8-Zoll-Becken ungefähr bei 140 Euro und das 10-Zoll-Becken 160 Euro Listenpreis. Alles super erschwinglich, auf jeden Fall tolle Becken. Blitzen und glänzen. Vielen Dank, Max. Danke.